So, wir schauen uns jetzt Dave the Diver an. Das wurde mir gesagt, wäre ganz schön. Ist ein Sponsor-Stream von den Entwicklern. Ist ein Hinweis darauf, dass das jetzt demnächst in, veröffentlicht wird. Ist eine relativ frühe Version. Ich weiß nicht, ob es eine Demo-Version ist, die ich jetzt anspiele, oder ob es schon das Vollspiel ist, aber man sieht Version 0.53315.steam. Es geht um Dave. Dave ist ein Taucher und das ist alles, was ich darüber weiß. Deshalb starten wir einfach das Spiel. Es sah im Video eigentlich so ein bisschen humoristisch aus. Eine Mischung aus Pixel Art und 3D-Animation. Und lassen wir uns einfach überraschen. Das tut weh. Eine Krabbe wird niemals so kommen. Habe ich nicht verstanden, im Porsche-Video arbeitet er auch im Restaurant. Es kann sein, dass du Fische fangen musst im Meer und sagst, okay, ich verkaufe die dann an dieses Restaurant, wo die ausgeliefert werden. So, skippe ich ein gesamtes Intro oder überspringe ich nur die Credits, die bei denen vorm Spiel kommen? Ich skipp mal. Ich denke mal, es hat nur mit den Credits zu tun. Oh, Dave, du bist aber schnell vorbeigekommen. Du hast doch gesagt, ich soll mich beeilen. Ich war doch im Urlaub, das weißt du. So, wo ist die Sushi? Wo ist Sushi? Du musst dich einfach nur umsehen. Ja, ich sehe eine riesige blaue Höhle. Ich habe noch nie sowas gesehen wie das hier. So, welche Art von Geschäft? Das werden wir später diskutieren. Ich habe gehört, du hast eine Pause gemacht vom Tauchen. Wie wär's mit einer Aufwärmübung? Ich werde dich auf jeden Fall anlernen. Ab rein mit dir ins Wasser. Ich habe kein gutes Gefühl hierbei. Dive. Es wird wirklich so sein, dass du die Fische einfangen musst für die Sushi-Bar. Mit dem Dagger kann ich kleine Fische einfangen. Messer rein, Gedärme raus. Ich weiß noch, wie man die Harpune benutzt. Die Harpune, die habe ich schon seit einer langen Zeit wieder benutzt. Erstmal muss ich da den Fisch anvisieren, oder? Sieht so aus, wenn du ein bisschen Übung brauchst. Danke, Anthony, für dein Sub. Fang mal drei Fische. Ich kann anscheinend 9 Kilogramm Fisch mitnehmen. Da oben sind Dori-Fische. Wenn ich Gas gebe, verbrauche ich übrigens mehr Sauerstoff. Oh, ich darf nicht so weit weg.
doofe Fische. Nimm das, Dori! Kinder müssen wegschauen. So, ich soll zurück zum Boot kommen. Du liebst Sushi, Dave. So, ich habe einen Freund, der Sushi-Chef ist. Also Sushi-Koch. Du hast auf jeden Fall einen guten Geschmack. So, wir werden Sushi erstellen mit dem frisch gefangenen Fisch hier. Und hier in dieser blauen Lagune kann der Fisch von der ganzen Welt gefunden werden. So, es ist ein tolles Abenteuer. Ich liebe Essen. Ich hätte das jetzt nicht gedacht, wenn ich ihn gesehen hätte. Aber ich weiß leider gar nichts über Kochen. Du musst dir keine Gedanken darüber machen, das Restaurant ist bereits fertig. Alles, was du machen musst, ist natürlich tauchen. Das hört sich nicht schlecht an. So, also kann ich so viel Sushi essen, wie ich möchte? Ja, natürlich. Aber du hast natürlich dafür zu bezahlen. Kann kaum erwarten, es auszuprobieren. Das Sushi-Restaurant direkt an der blauen Lagune. Ich glaube, Blue Hole ist eigentlich blaue Lagune. So, lass uns im Restaurant darüber unterhalten. So, sind wir bereit zu öffnen? Unko, der Sushi-Chef. Oh, es ist bereits fertig. Ah, du bist der Fischer, über den Cobra gesprochen hatte. Ich bin mehr ein Taucher als ein Fischer. Ich glaube, Diver ist wirklich Taucher. Ich hoffe es jedenfalls, dass ich richtig übersetze. Schön, dich zu treffen. Ich bin Banko. So, du magst also Sushi. Das tue ich natürlich. Ah, überhaupt, allein schon über Sushi nachzudenken, macht mir den Mund wässrig. Sushi kombiniert die Seele von Wasser und Land. Oder vom Meer und Land. Es symbolisiert die Mutter Natur by himself. Also, ach komm. Ihr seht, was da steht. Er macht auf jeden Fall was Spirituelles. Und sagt, Sushi ist einfach der Inbegriff von allem Geilen auf der Welt. Und bringt einfach die Natur den Menschen näher. Sehr gut. Sushi-Restaurant auf dem Vulkan aufgebaut. Scheint so, als wenn wir die Öffnung verschieben müssen. Weißt du was? Ich habe alle mein ganzes Geld in dieses Restaurant gesteckt und ich habe nichts, um die Reparatur zu bezahlen. Kaffee fürs Gedächtnis, Pizza für den Körper, Sushi für die Seele. Würde ich so übersetzen, Leute, was Grolschen gerade schreibt. So, ich habe schon was gefangen. Du hast nur 3 Fische mitgebracht. Das wird nicht genug sein, um die Gäste zu bedienen. Bitte sammle 7 weitere Fische. Dann können wir zum Nachmittag das Restaurant eröffnen. Wie sollen wir eigentlich Kunden einladen, ohne genug vorbereitetes Essen? Ja.
Vorbereitetes Essen ist wichtig. Kein Chefkoch der Welt würde ohne vorbereitetes Essen aufmachen. Das wäre so, als wenn ein Krieger sein Schwert erst in der Schlacht schärfen würde. Ja, Bancho scheint auf jeden Fall mit viel Passion an seine Arbeit zu gehen. Ja, er redet nicht gerne über persönliche Dinge. Aber er kann die ganze Nacht über Sushi reden. Wie über Shrimps. Ich habe ihn schon nicht mehr seit der Incident so motiviert gesehen. Ah, vielleicht sollte ich nicht darüber reden. Sieben weitere Fische sammeln. Also irgendwie mag ich das Design, weil es einfach 3D, dieser Mix von 3D mit 2D. Und Dave sieht auch ganz lustig aus eigentlich. Da ich hier so Mini-Fische mit einer Harpune jage. Peter wird sich da nicht freuen drüber. Wahrscheinlich gibt es später noch bessere Waffen. Das gute alte Dynamit. So, 2,5 Kilo Fisch. Man kann ja auch anscheinend mit dem hier, mit dem Messer, kleine Fische kaputt machen. Aber sie rennen vor mir weg, weil ich kann mich später als Fisch tarnen. Zurück zum Boot. Andere, was wir benötigen, wäre ja, also man kann bestimmt später auch Sauerstoffflasche verbessern und so weiter und so fort. So, du sollst auf die Zeit achten. Zeit, Temperatur, wie viele Tauchgänge habe ich gemacht, wie tief war ich, wie viele Fische habe ich gefangen in der Zeit. Mein größter Fisch ist ein Yellow Tang. So, ich kann tauchen nur am Morgen und am Nachmittag. Und da rechts oben haben wir jetzt eine Uhr. Ich würde lieber mal hier runtergehen. So, wie geht's mit der Vorbereitung voran? Meistens vorbereitet. Da oben sehen wir übrigens schon eine Menüleiste irgendwie, was wir hier anbieten im Sushi-Restaurant. So, Cobra hat mir gesagt, er wird jemand einstellen, der mir hilft beim Servieren. Er hat gesagt, alles was ich tun muss, ist kochen. Also muss ich auch noch servieren. Also jetzt schließt sich der Kreis, warum es hier ein Sushi-Restaurant, beziehungsweise warum das Sushi-Restaurant in der Vorschau mit drin ist. Ich habe auch noch nie im Restaurant gearbeitet vorher. Aber die Gäste werden bald kommen. So, da kann ich meine ganzen Fische, meine Soßen und so weiter und die Materialien sehen, die ich habe. Das ist alles, was ich im Moment brauche, also wissen muss. Also soll ich später nochmal wiederkommen und mehr Informationen zu bekommen. So, wie kann ich aktuelle Items auf das Menü packen? Dementsprechend, welche Fische ich habe, biete ich anderes Sushi an. Clownfisch-Sushi. Die
Die essen Nemos Vater oder Nemo selbst. So, das war jetzt nicht schwierig. Setz es auf Autosupply. Du kannst übrigens Items ersetzen oder wieder auffüllen. Du kannst auch das, den Geschmack von den Gerichten verbessern. Ihr seid hier nicht zum Reden. Gib mir bitte grünen Tee. Weißt du, was grüner Tee ist? Nein, ich kenne nur Softdrinks. Wie Cola, Fanta. Ah nee, das waren ja Säfte. Eins Live-Gag. Ach du Scheiße. Dann gibt's ein Minigame für Tee einkippen. So, der Koch macht das Essen gerade fertig, was ich aufs Menü gesetzt habe. Dück, 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 dück. Kann theoretisch rennen, das kostet aber Ausdauer. Und wenn die Ausdauer alle ist, kann ich stolpern mit dem Essen. Ich wollte das gerade an dich liefern, du rennst weg. Wir nehmen niemals Essen zurück. Und wir liefern auch niemals zweimal aus. Maximal 8 Stück. Okay, man kann mehr Menüs anbieten, wenn man das später fertig hat. Die Goldi, Lutang. Ach, der Taste muss nicht höher sein. Ich muss Geld verdienen. Mein Gott, Gäste! Nicht sauer sein, ich arbeite hier nur. Also ich weiß nicht, Tee einkippen ist wie pinkeln. Da ist Wasabi. Falls Wasabi mal alle geht, auch ausgeht. So, Tisch sauber machen. LT. You earned. Hier, Artisans Flame. So, Arbeit für heute erledigt. Meine Beine tun weh.
Du bist ein bisschen clumsy gewesen. Ich glaube, unbeholfen wäre die richtige Übersetzung. Aber nicht schlecht für den ersten Tag. Du musst ein bisschen härter arbeiten. Da das von dir kommt, sehe ich das als Kompliment an. Ein Mann sollte sich nicht gut fühlen nach so einem schlechten Kompliment. So, machen wir einen Toast auf die Eröffnung von Bancho Sushi. Ist gar nicht mal so schlecht. Ja, Tentakel. Bist du der Typ, der hier rumtaucht? Das, ja, das denke ich so. Oh, ich habe gerade, es wäre ein jüngerer, heißerer Typ. Ich kann dich hören, das weißt du. Was soll's? Kannst du etwas für mich tun? Sollst du mir nicht erst erzählen, wer du überhaupt bist? Ich bin Ellie, ich studiere Biologie. An der Universität von der Philippinen. Das ist klar, die heiße Ellie, die natürlich mich als hässlich empfindet. Also total auf die Body-Shaming-Schiene draufspringt. Wird natürlich meine große Liebe sein, wodurch ich irgendwann Sushi hassen werde. So, ich habe einige Berichte darüber, dass Anomalien in diesem Gebiet sein sollen. So, was möchtest du von mir? Ich möchte gleich gerne die Ökologie der Blauen Lagune untersuchen. Ich soll dir ein bisschen mehr von Agar und Red Starfish, also verdammt. Ich soll ein paar davon einsammeln. Zwei von jeder Art. Ich habe auch eine Belohnung für dich, aber ich glaube, du bist auch schon damit zufrieden. Eine Belohnung? Du kannst einfach netter fragen, meinte ich. Oh, sehr schön. Auf dem Smartphone kannst du mehrere Sachen machen. Das Smartphone sieht besser aus als in GTA. Es hat sogar eine Wetter-App. Und ein Album. Und ein Taschenrechner, der vielleicht sogar funktioniert. Aber kein wissenschaftlicher, unglaublich. Management ist noch nichts drin. Möchtest du schöne Autos kaufen? Oh, ich glaube, ich habe Scam bekommen. Meine To-Do-Liste mit den Missionen und der Rest ist noch nicht da. Nochmal in Settings. Auer Tigerfisch. Verdammt, das ist doch besser, als ich gedacht habe, übrigens wieder. Kann sogar Abfall einsammeln. Okay, dich kann ich nicht töten. Ich sehe ich da oben. Moräne. Hab schon auf meine Wunschliste gepackt. Ach guck mal, das ist eine neue Waffe. Und ein Clownfisch hat versucht, mich anzugreifen.
Ja, irgendwie ist das ganz cool. Critical, Critical. Ah, Hilfe! Was greift mich da an? So, davon habe ich jetzt genug und wir müssen schnell nach oben, weil mein Sauerstoff geht alle. Angriffe bzw. von irgendwas getroffen zu werden. Scheint Sauerstoff verbrauchen. Muss aber noch irgendwas fangen, fischtechnisch. Verdammt. Kein Stress. Weil irgendwie ist das Spiel besser durchdacht, als es vermuten lässt, wenn du dir halt einfach die Videos anguckst. Da denkst du so, ja, irgendwie merkwürdig. Aber wenn die, sag ich mal, auch eine gute Story verfolgen. Alter, sag, guck mich hier schon wieder an. So, ich habe Items gefunden. Anscheinend wird es wahrscheinlich auch Crafting-Game später, weil ansonsten wird das ja keinen Sinn machen, irgendwelche Ressourcen da aus dem Boden, aus dem See rauszuholen. Wir sind aus der Lagune. Und man findet auch Kochmaterialien. Im Meer. Hm. Auf dem Boot aus dem Sushi-Koch drin Daumen hoch geben, ey. So, es wird nicht einfach sein, tiefer zu gehen. Du sollst in... Was? Du sollst auch eine Pistole mitnehmen, beziehungsweise eine Waffe. Der Harpune dazu. Ich habe einen Freund, der Erfahrung hat mit Waffen. Ich werde dich ihm vorstellen. Dafür ist ein typischer Blizzard-Spieler. So, ich bin Dave, ein professioneller Taucher. Ich dachte immer, Taucher sind dünn und muskulös. Ich glaube, ich muss mein Wissen überarbeiten. Überspring das und komm zum Dynamitfischen. Ich wollte das nicht von dir hören. So, ich mag es gern, auch wenn ihr auf den Punkt kommt. Wir haben ein sehr interessantes Business gestartet und wir brauchen jetzt ein paar Waffen, Duff. Ich brauche deine Hilfe. Season 2 auf Strastella hat gerade geendet. Ich kann dir eine Liste schicken. Wir erforschen gerade die Faszination der gigantischen blauen Höhle. Ne, es wird doch blaue Höhle sein statt Lagune. Ich bin da verwirrt. So, ich brauche eine Waffe, die ich in diese Lagune nutzen kann. Das ist sehr interessant. Du hast auf jeden Fall mir ein Interesse in Waffenforschung angetriggert. Du kannst auf jeden Fall aus Materialien, die du in der blauen Höhle findest, Sachen herstellen. So, also brauchen wir nur Materialien von der See selbst. So, ich brauche ein Seil und ein bisschen Eisenabfall oder Eisenschrott. Übrigens, wenn dir Sauerstoff ausgeht, bist du in der Lage, es einmal mit einem Item rückzuholen oder beziehungsweise wieder aufzufüllen, oder? Hab das immer im...
Hab das immer im Gedanken. Darf ich nochmal tauchen? Naja, morgens und afternoon. Balthasar, mecker mich nicht an von hinten. So, wenn die Luft ausgeht, kannst du mit einem Item zurück. Entschuldigung. Wenn der Sauerstoff dir ausgeht. Aber danke für den Hinweis. Habe ich falsch übersetzt. Mein Fehler. Ich dachte, man könnte den Sauerstoff wieder auffüllen. Noch mit ihr. Durch irgendwas. Weg, Thunfisch! Anscheinend war eine Harpune dafür noch zu schlecht. Ich weiß, es gibt später auch Delfine. Japanisches Schwert. Ich denke mal, Escape Pod bringt mich sofort raus, oder? Verdammt. Mehr, du siehst lecker aus. Man kann sie doch töten. Aber man kann sie nicht essen. Ah, doch. Dafür brauche ich eine bessere Harpune. So. Kann ich mit dir noch vorher reden? Was machen wir denn heute auf die Menü? Achso, so mache ich das Level ab. Ui, was da habe ich im Finger zerreiben? Jetzt habe ich auch Bock auf Sushi. Ist schon cool irgendwie.
Oh ja. Ich gebe dir meinen Tee. Hm. Wo auch immer die Kunden herkommen. Es gibt ja so gesehen kein Hotel in der Nähe. So, alle bedient. Oh ja, reibt mir den Wasabi. Trotzdem im Minus. Wir sind im Minus übrigens, weil wir das Restaurant noch reparieren müssen. Das sind diese 100 Gold sammeln. Und jetzt bist du auf meinem Schoß. Bist du jetzt glücklicher? Ja! Also wird ja so sein, du musst das Restaurant voranbringen, aber du musst auch gleichzeitig, Moment mal. Warum habe ich denn nicht mehr mein, wie heißt das? Mein Samurai-Messer. Wahrscheinlich nur vorübergehend, wenn du das hier unten einsammelst. Und setz dich hin. Guck, ich habe dir auch die Lehne ausgefahren. Dann kannst du dich da hinhauen. Schon immer besser mit der Harpune. Ah, guck mal, da ist ein Sauerstofftank. Oh nein, was bist du denn für ein dober Kugelfisch? Oh nein, er hat mich vergiftet! Geh weg! Underwater Scooter. Hui! Mehr, ich kann 9 Kilo Sushi mitnehmen. Die verstecke in der Hautfalte.
So, für Ellie habe ich die Mission erfüllt. So, du hast sie bereits eingesammelt. Ja, schön. Das sollte erstmal reichen für jetzt. Und hier ist hier die versprochene Belohnung. Weil du mir bei meiner Forschung geholfen hast. Kann sein, dass ich irgendwann nochmal ökologische Veränderungen der Lagune untersuchen muss. Mein Number. Ich krieg Olivenöl, Sojasauce und 70 Gold. So, und für dich habe ich auch alles zurückgebracht. Wodurch uns wahrscheinlich jetzt die Waffen-Upgrade-Möglichkeit. Ah ne, wir kriegen einfach ein Unterwassergewehr von ihm. Und jetzt haben wir Duff's Weapons Shop. Auf meinem Phone. Eine schöne App, die nur 42 MB groß ist. Wurde übrigens anscheinend in Korea entwickelt. Also ich glaube vorhin gesehen zu haben, dass das koreanische Entwickler sind. Da muss man sich nicht wundern, dass Waffen hier gecraftet werden wie in den Sailor Moon Folge. Ich glaube, ich muss da nichts erklären. Eine weitere Sache. Du kannst jetzt unter Wasser Waffenkisten öffnen. Waffenkisten? Du kannst sie nicht aus der See rausbringen, aber du kannst sie benutzen, solange du unten bist, oder? Ja. Und du kannst Blueprints für Waffen finden, die du dann selbst herstellen kannst. Granatlauncher sehe ich schon. So, 100 Gold, wir können alles reparieren. Und ich hoffe, dass es noch weitere Kunden kommen werden. Weiter, Sah, alles gut. Das Spiel kommt in den Sprachen Englisch, Koreanisch, Japanisch, Chinesisch und Deutsch. Deutsch wird hoffentlich folgen. Ist immer schwierig. Wobei das Englisch bis jetzt ja nicht so schwer ist. Alles ist auch sehr selbsterklärend. Aber mir gefällt das gesamte Grunddesign. Du hast ein bisschen Arbeit, du hast ein bisschen Story. Und du hast eine Katze, aber keinen Mobs. Und da unten gibt es dann auch noch Forschung. Ein Stuff kannst du einstellen. Die Gerichte kannst du upgraden. Um das Tasty-Level zu erhöhen. Da steht sogar bei, in welchen Tiefen man die Fische findet. 0 bis 50 Meter. Also du wirst später auf jeden Fall tiefer kommen. Oh scheiße, ich glaube, ich habe Zeit geskippt, oder? Ja, aus Versehen. Ich würde eigentlich im Sushi-Restaurant arbeiten. Nee, es war noch... Es war noch zu früh. Sushi-Restaurant war doch gar nicht offen. Angeblich habe ich das Geld für die Reparaturen, aber nichts ist repariert.
Dave, du olle Kartoffel, ey. Ob Dave mit der Zeit auch abnimmt? Ich finde gut, dass sie darauf verzichtet haben, dass du die Bestellung aufnehmen musst und dann zu Dave rübergehen musst. Also bitte Dave irgendwie zum Kunden Bestellung aufnehmen und wieder zurück. Ja, Dave, wisch den Tisch. Das würde mich voll abfacken. Als unnötige Arbeit wäre. So richtig unnötig. Aber so ist alles schön sauber. Wir haben gar nicht alles verkauft bekommen. Aber hier sehen wir auch Operation, fürs Abzug geben, Payment für die Leute und Maintenance. Also Sachen, die vielleicht kaputt gehen sogar. Dr. Bacon. Was ist, Sir? Bin ich zu treffen, ich bin Dr. Bacon. Ich bin Archäologe, der die Seeleute-Zivilisation studiert. Die Seeleute-Zivilisation? Ich werde dir das erklären. Du hast Glück, dass du so einen Experten wie mich hast, um dir davon zu erzählen. Vielleicht hätte ich nicht fragen sollen. Oh mein Gott. Die Seeleute-Zivilisation ist eine Legende, eine lebende. Sie leben und fischen unter Wasser und schwimmen mit den Nasalwalen. So, da ist alles, was ich über die Geschichte weiß. Alle denken, es ist ein Mythos, aber nicht mehr. Aber wahrscheinlich sind sie wirklich wahr. Und sie leben genau hier. Ja, eine alte Situation, die unter dem Meer lebt. Du siehst eigentlich sowas nur in Comicbooks oder Spielen. So, was macht dich so sicher, dass die echt ist? So, mein Assistent hat ein Artefakt analysiert, was hier in der Nähe gefunden wurde. Und es ist von dieser Zivilisation und ist 1500 Jahre alt. Ja, aber was hat das mit mir zu tun? Dein Assistent hat in Kryptowährung investiert und ist nicht mehr aufzufinden, wenn ich das so richtig verstehe. Deshalb muss ich dich fragen, mir zu helfen. So, er hat das Artefakt auf 70 Meter Tiefe gefunden. Aber ich habe viel zu tun wegen der Sushi-Bar. Ich weiß nicht, dass wir, Entschuldigung, da ich eure Konversation unterbreche. Ich bin Cobra. Ich arbeite mit Dave. Wir werden dir natürlich helfen. Was? Wir werden Artefakte suchen? Denk darüber nach, wenn eine Unterwasser-Zivilisation entdeckt werden kann, werden ein Haufen Leute hierher kommen. Honshu Sushi wird sie alle bedienen, sage ich jetzt einfach. Bei Bursting at the Seams, keine Ahnung, wie die richtige Übersetzung dafür ist. Ich denke, du hast recht. Okay, ich werde helfen. So, ihr müsst natürlich nicht für umsonst arbeiten. Ich werde eure Diving Suit, eure Taucherausrüstung kostenlos upgraden. Wow. Mit der verbesserten Taucherausrüstung wirst du in der Lage sein, tiefer zu tauchen. Das ist wichtig für weitere Erforschungen. So, in diesen Tagen kann man alles übrigens per App machen. Technologischer Fortschritt ist schon unglaublich. Bursting Out of Seams wird übrigens vom Chat übersetzt
Das wird dann aus allen Nähten platzen. So, ich installiere die iDive-App. So, jetzt können wir bis auf 80 Meter Tiefe. Kapitel 1, Tracing Sea People. So, dann können wir mehr Luft mitnehmen. Wir können die Harpune upgraden. Alles für Geld, was wir im Sushi-Restaurant verdienen. Und sagen, mir gefällt dieses... das Gesamtkonzept einfach, weil sie an so viele kleinere Sachen noch gedacht haben, wo man denkt, oh, das muss halt in so ein Spiel rein. Und weil das Wetter jetzt schlechter ist, siehst du oben sogar das Regenfeld. Das ist ein echt gut durchdachtes Management-Story-Spiel. Bis jetzt. Wer sowas mag, kann ich es jetzt nur empfehlen. Verdammte Hacke. Sammel erstmal ein bisschen Fisch. Ach, elektrische Harpune. Nimm das! Oh mein Gott! Ah, wundervoll! Einfach nur fürs Geräusch. Geh weg. Ich denke nicht, dass die Harpune elektrisch ist. Aber es soll ja eine elektrische Harpune sein. Und wenn du den genug Schaden machst? Hilfe! Komm! Tigerfisch! Oh mein Gott, ich bin überladen! Aber der Tigerfisch wiegt einfach 3,8 Kilo.
Hallo, sind die Abendpläne abgesagt? Nein, sind nicht. Ich bin einfach nur gerade noch da. Als nächstes sollte ich bestimmt... Das ist Seegras, würde ich eigentlich sagen. Ach komm, wir kommen auch so hoch. Auch wenn ich überladen bin. Es dauert einfach nur länger. Hast du Glück, dass es keine Taucherkrankheit wäre? Normalerweise ist das schnelle Aufsteigen natürlich richtig kacke. Aber ich weiß nicht, ab wie viel Meter du mit der Taucherkrankheit konfrontiert wirst beim Tauchen. So, während du unter Wasser warst, ist unsere Reparatur fertig. Vom Restaurant. Deshalb schleust mich wahrscheinlich jetzt direkt ins Restaurant. Ah, sieht richtig cool aus. Und das Spiel erweitert sich wieder. Wir müssen irgendwie Werbung für unseren Store machen. Wird auf jeden Fall schwierig, mehr Kunden anzuziehen ohne Publicity. Ah, ich habe eine Social Media App namens Cockstar. Cookstar, nicht Cock. So, du meinst diese Social Media App, wo junge Leute Essen posten? Ja, das ist die App, die Leute dick macht. Ich kann nicht verstehen, wie Leute ihre Zeit verschwenden können mit sowas. Sushi macht eine Impression im Herzen, nicht in der Fotografie. So, um Account zu machen ist sehr einfach. Lass uns das mal ausprobieren. Registrieren wir erstmal einen Hashtag, Bancho Sushi. Dann fertig. Ist doch nicht so kompliziert, wie ich gedacht habe. Jetzt werden Kunden glücklich sein mit deinem Essen und werden Bancho Sushi folgen. Bin mir nicht sicher deshalb, aber okay. Dein Rating in Cookstar verbessern. Dann werden auch mehr Kunden kommen. Ah, okay, ich kann das Setting des Ladens auch verändern. Von den Stühlen, den Boxen oben. Dekorationen, so ein bisschen. Da sehen wir schon, was für Sachen wir theoretisch in Zukunft mal für andere Menüs brauchen. Da gibt es anscheinend auch Menüs, die ein bisschen aufwendiger sind als nur das Sushi-Geschnipsel. Allem der Tigerfisch wiegt 3,8 Kilo und du machst 3 Sushi-Gerichte daraus. Das kommt mir ein bisschen schwer vor. Sushi ist geil. Ich habe schon so lange kein Sushi mehr gegessen. Aber ich mag ja eh keinen Fisch. Ja, komischerweise mag ich aber manche Sushi-Sachen. Gibt ja auch Sushi ohne Fisch. Die haben sogar daran gedacht, dass diese Sequenz nur einmal kommt beim Upgrade. Jedenfalls beim ersten Upgrade, was du machst, und dass es Unterschiedssequenzen gibt. So, zurück zum Boot. Ich hoffe, es bleibt doch, dass wir immer noch Afternoon haben.
Ja gut, dann kann ich mich nochmal unter Wasser. Wenn du die Katze ansprichst, macht sie einfach miau. Oh, die Harpune raus, das ist ein Killer-Delfin. Oh, ein Delfin. Es scheint so, als wenn er will, dass ich ihm folge. Sollte ich ihm folgen? Ein Delfin-Request. Sofort denke ich an Echo the Dolphin. Er holt mich. Mein Gott, warum bist du so schnell? Dave, das Mädchen, für alles. Sogar die Delfine wollen was von ihm. Mit Delfinen könnte man so viel Sushi machen. Oh nein, ein pinker Delfin. Da könnte man noch viel besseres Sushi draus machen. Nein, Delfine werden nicht gegessen. Delfine sind Freunde, auch wenn sie die Arschlöcher der Meere sind. Sie sind eigentlich die Arschlöcher der Meere, nicht die Haie. Oh, guck mal, sie haben mir auf den Boden gekackt. Das darf ich mitnehmen. Oh, sie haben Geschenk dagelassen. Ich habe nicht gedacht, dass Delfine Freunde haben oder Gefährten. Eine Perle. Wie war es mit den Delfinen? Danke für den Fisch. Yeah. Oh, eine Triple Axel. Das ist schon effizienteres Fischen. American Fishing, das kommt später mit Granatwerfer. So, das ist der elektrische Schlagstock. So, ihr seid, ich hätte gedacht, die Kraken sind aggressiv gegen mich. Hilfe! Aber da unten scheint dieses Artefakt zu sein. Da hoch. Stopp! Bleib hier! So, ah! Was ist das?
Raus, raus, raus. Sonst bin ich hier immer im Kreis. Am Drehen. Alles cool. Auch wenn du ein bisschen überladen bist, du kommst da trotzdem nach oben. Aber ich habe das Artefakt immer noch nicht gefunden. Das hat gerade letztes Mal gar keiner gestellt. Bull Roasted Shark Head. Also du wirst später auch Haie töten unter Wasser. Schlechtes Game, 0 von 10 Punkte. Ja, Hai-Liebhaber werden das nicht mögen. Aber es sind ja nur digitale Haie. I like to come again. Jetzt kriegen wir auch Social Media Feedback. Bewertungen sind alles, ey. Mein Pizzabote sagt auch immer, bitte bewerte uns online. Bewerte uns online. Ne, da warte ich erstmal 2 Tage, bevor ich die schlechte Bewertung abgebe. Ich denke, ich werde jetzt häufiger hier hinkommen. Wo auch immer die Besucher herkommen. Lagunentechnisch sieht das nämlich alles ein bisschen leer aus. Ja, könnt ihr tauschen, weil wir kein Essen mehr haben. Düdü. Ja, jetzt haben wir Today's Likes vom Cookstar. Vom Cookstar. Und wir verdienen immer mehr. Ah, das Ende der Demo. Mehr Kreaturen. Mehr Waffen. Meine Güte. Bosskämpfe. Manche Taucher. Noch mehr Sushi. Dann später noch Bier. Und es kommt natürlich der Restaurantkritiker. Und irgendein Typ kommt in einem komischen Boot angefahren. Der aussieht wie Ash Ketchum in Fett. Ja, aber schönes Spiel.
muss ich letztendlich sagen. Wirklich cooles, kleines Game, gut durchdacht bis jetzt. Kann man sich auf den Release freuen. Der, ja, wo jetzt demnächst sein soll. Ich müsste jetzt wirklich nachgucken, aber ich glaube, es stand nächsten Monat. Bevor ich etwas Falsches sage, weil das ja alles im Video auch noch sein wird, können wir das Diskussionstab nochmal aufmachen. Dave the Diver. Early Access im Oktober 2022, aus dem nächsten Monat. Ich schreibe es mal in meine Liste rein. Ich glaube, da will ich nochmal reingucken, wenn es rausgekommen ist. In dem Sinne, Daumen nach oben. Wenn euch das Spiel gefallen hat, packt es auf eure Wunschliste. Das ist immer ganz gut für die Entwickler, um festzustellen, wieso das Interesse beim Spiel da ist. Ansonsten endet das erstmal hier an der Stelle. Gibt ja nichts weiteres zu zeigen.